los? Nicole, Moment bitte, ich fahre dich. Es kann nur noch Minuten dauern, bis mein Auto da ist. Aber Ecki, du weißt, wie eifersüchtig Thomas werden kann. Du meinst, er beobachtet dich? Du musst einfach nur ein bisschen aufpassen, dass das alles ausgestanden ist, okay? Ich nehme ein Taxi, ja? Hey, was soll das denn? Ist für einen guten Zweck. Bist du verknallt oder was? Ich kassiere nachher. Danke. Vielleicht sollte ich mir den Knaben ja mal zur Brust nehmen. Das hat Thomas auch gesagt. Hat er? Ecki, war wieder schön mit dir. Gute Nacht. Nie wieder leih ich dem Kerl mein Auto. Nie wieder. Mensch, Ecki, was machst denn du auf dem Bullenball? Mordpläne schmieden. Diesmal bringe ich Georg nämlich um. Ah ja. Und wer war gerade der heiße Feger? Steuerflüchtige. Flüchtige Bekannte. Ja, ich kenne sie vom Job, zufällig. Flüchtig oder flüchtend? Warum lässt denn die gehen? Ich lass Frau Bentos gehen, weil ich sie nicht fahren kann. Und rate mal, warum. Ach, das Warum kommt gerade frohbelaunt durchs Scheunentor. Ja. Ohne jedes Schuldgefühl. Aber immerhin mit dem Autoschlüssel. Der Blitz soll ihn treffen. Ja, damit. Was hat er denn? Ein Freund ohne Sinn für Pünktlichkeit. Nicole! Hey, du hast den Wein nicht bezahlt. Stimmt, tut mir leid. Warte, ich hab mal Kleingeld im Aschenbecher. Jetzt einfach rein und dann bringe ich ihn endlich um. Ich hab eine andere Idee. Fährst du in die Stadt? Ja. Dann nimm doch Micha mit. Wein gegen Fahrt, okay? Du willst mich loswerden? Ich muss arbeiten, Micha. Nur ein Stück bis zum Kieswerk ist eine Abkürzung. Sind Sie bei der Typ Ackerbau oder machen Sie Schweinen? Ich mache alles, auch Schweinereien, wenn das Ihre Frage war. Nein, Bauer sucht Frau. Ich bin eine Frau und Sie sind ein? Antiquar. Also mit Fischen. Antiquariat, nicht Aquarium. Aber ich habe viele Bücher über Fische und Schweine. Also können wir uns ja mal anschauen. Das wäre toll. Das soll eine Abkürzung sein? Wir sind gleich da. Ich wette, mit der Nummer sind Sie jedes Jahr beim Bullenball auf Brautschau. Eine Fangfrage. Falle ich aber nicht drauf rein. Ist natürlich das erste Mal. Natürlich ist es das so. Was machst du nur mitten in der Nacht in einem Kieswerk? Mein Wagen steht immer da am Zementwerk. Meinem Vater gehört der Laden. Zement Klarmann, kennst du? Nee. Wenn ich was trinken gehe, stelle ich die Karre da ab und fahre den Rest mit einem Taxi. Hier draußen gibt's keine Bullen, da kann ich auch noch mit ein paar Drinks hintersteuern. Hm. Oh Mann, was ist das denn? Ja, sonst dürfte man hier noch überhaupt nicht aufschlagen, oder? Gib mir irgendwie einen Kuss, ganz schnell. Du schießt dich auch immer so an, habe ich dir tausendmal gesagt. Und? Ist es tot? Mhm. 1A Blattschuss, nicht schlecht. Und irgendwer hat das Tier auf die Straße gezerrt. Ja, und was soll das? Um sein Auto zu holen und das Vieh dann einzusammeln, nehme ich an. Ein Wilderer kommt vor. Wie bitte? Das Jagdrevier gehört meinem Alten. Der macht sowas bestimmt nicht. Was machen wir jetzt? Abhauen ist doch egal. Scheiße, weg! Scheiße! Michael! Hörst du mich? Michael, hörst du mich? Scheiße!
zusammen hier. Du hast nur getrunken. Mann, ich werde den ganzen Abend angebaggert. Das nervt. Alex, also spielst du heute mal meinen Freund. Es ist nicht so, wie Sie denken. Sie könnte Ihre Tochter sein. Alex, würdest du bitte... Nee. Tochter bin ich nicht. Wirklich nicht. Ja, klar, verstehe. Jetzt, wenn du schon für einen guten Zweck lügst, dann hättest du jetzt weiter lügen können. Tochter wäre eine sehr gute Idee gewesen. Sie traut dir, alten Kerl, so eine junge Flamme wie mich zu. Ist doch eigentlich ein Kompliment für dich, hm? Wenn du meine Tochter wärst, dann würde ich dich jetzt übers Knie legen, Fräulein. Hallo? Was ist? Ja, die kommen gerade an. Tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann. Overbeck, entspannen Sie sich, Sie machen sich lächerlich. Also, was haben wir? Eine tote Sau, einen toten Mann? Die Sau war nicht der Mörder, sie ist unbewaffnet. Stecken Sie Ihr Spielzeug weg. Wo ist eigentlich der Zeuge? Im Krankenwagen. So, grüß dir, mein Zeuge. Ecki. Anna, jemand will mich umbringen. Wieso glaubst du, dass der Anschlag dir galt? Wieso? Ich bin verwundet. Aber warum soll ich denn jemand töten wollen? Und warum? Ich meine, du treibst Steuern ein, oder? Ihn hat die Kugel getroffen, die mir galt. Ach so, wie bei Old Shatterhand und Winnetou. Was? Also Michael Klarmann war dein Freund, richtig? Nein, ich kannte ihn eigentlich gar nicht wirklich. Anna, ich will hier weg. Ja, ist schon in Ordnung. Der Krankenwagen bringt dich in die Klinik, okay? Auf keinen Fall ins Krankenhaus. Der weiß genau, wo er mich suchen muss. Ja, schön. Zu dir nach Hause. Auch nicht. Zu Georg. Setzt ihn ab, wo er will. Was hat er denn? Angst. Angst? Mädchen. Ecki, du glaubst wirklich, der Mordanschlag galt dir? Auf die Gefahr hin, dich zu enttäuschen. Das ist Blödsinn. Woher willst du das bitte wissen? Denk doch mal nach. Der Mann ist tot. Wahrscheinlich meinetwegen. Quatsch. Du futterst hier gemütlich Kekse. Dir ist das doch alles vollkommen egal. Oder? Also, Anna will, dass du eine Liste machst von den Leuten, die dir ans Leder wollen. Jetzt fang doch nicht auch damit an. Der König der Minderheitenmeinung. Mir fliegen zwar die Kugeln um die Ohren, aber ich bin nicht das Ziel. Ja, aber das ist doch gut. Nein, das ist ein Irrtum. Und ich denke nicht dran, mein Leben auf den Verdacht hin zu beenden, dass ich nicht gemeint war. Ecki, niemand wusste, dass du da langfährst, oder? Nicht mal du selbst. Wie bitte soll sich dein Mörder denn da auf die Lauer legen? Ich weiß es nicht. Mitten in der Pampa, an dieser Stelle, zu genau dieser Zeit. Nach aller Berechnung würdest du da niemals langfahren. Punkt. Also Blödsinn, ganz anders Kandidat 2. Michael Klarmann hat dir gesagt, dass er da immer langfährt, wenn sein Auto am Kieswerk geparkt ist und er sich die Kante gibt. Oder? Also, ich gehe ins Bett. Ist spät. Oder früh. Je nachdem, wie man es betrachtet. Du wirst doch Ecki jetzt nicht allein lassen. Er hat Angst. Und du bist sein Freund, okay? Klar finde ich das okay. Gut, dann kümmerst du dich jetzt um ihn. Und warum? Weil er ohne deine Bemühungen und Hilfe niemals mehr deine Küche verlässt. Kann ich heute hier bleiben? Wir müssen reden. Wir müssen uns sehen. Du hattest vielleicht recht. Thomas ist unberechenbar. Ja. Ich muss wissen, wer das war. Das bin ich dem Toten schuldig, findest du nicht? Darum geht's dir. Michael wollte mir helfen, mich in Deckung bringen. Und jetzt ist er tot. Ich muss wissen, ob das mir oder ihm galt. Verstehe. Georg, hilfst du mir? Klar, Ecki. Du kannst mir vertrauen. Ich weiß. Danke. Sie wirken sehr gefasst, Herr Klarmann. Ich bin krank. Mein Arzt verbietet mir jede Aufregung. Sie leben hier alleine? Jetzt schon. Ich habe eine Haushälterin. Ich bin also nicht ganz alleine.
Ihr Sohn war Geschäftsführer der Firma, richtig? Ja. Prokura mit allem drum und dran und allen Vollmachten. Warum betonen Sie das? Weil es so ist. Das ist eine ziemliche Verantwortung für einen 24-Jährigen, finde ich. Wir wissen bislang nicht, ob der Anschlag wirklich Ihrem Sohn galt. Er ist tot. Was gibt's da für Zweifel? Er war nicht allein. Wer noch? Eckhard Thalkötter. Ein Freund von Michael? Nein, ein Steuerbeamter, der wie Ihr Sohn auf dem Bullenball war und Michael dann anschließend nach Hause bringen wollte. Das Bullenball? Ja. Sowas wie Bauer sucht Frau. Nur mit einem Toten statt mit Idioten, wie es aussieht. Der Bullenball hat eine lange Tradition. Ich weiß, was der Bullenball ist. Ihr Sohn Michael war dort mit seiner Freundin. Kennen Sie sie? Ich weiß nicht, was mein Sohn treibt und mit wem. Sie können uns also keinen Namen nennen. Bedauere. Wir haben hier ein paar Fotos. Wenn Sie sich die bitte anschauen. Diese junge Frau hier. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Michaels Freundin. Sie kennen sie also? Nein. Tut mir leid. Wofür ist diese Information wichtig? Wir versuchen, den Tag vor dem Tod Ihres Sohnes zu rekonstruieren. Wir suchen einen Mörder, Herr Klarmann. Er kennt das Mädchen. So viel steht fest. Nicht, wen ich gerade im Visier hab, Chef. Nein, richtig, ich ahne es nicht, ich weiß es. Wo der eine weiß, der andere nicht weit. Ich weiß schon seit gestern, dass wir wieder Wilsberg am Hals haben. Tun Sie mir einen Gefallen, knallen Sie ihn einfach ab. Für den kurzen Spaß bekäme ich lebenslänglich. Das wäre Teil des Gefallens. Ja und? Ich höre. Eingeschränktes Sichtfeld. Die Dunkelheit, die Bäume. Also muss der Mörder ein guter Schütze sein. Ein sehr guter. Das ist schon eine Leistung, aus der Entfernung Treffer zu erzielen. Sicher? Absolut. Vor allem auf die Entfernung muss er vorher die Waffe sauber einschießen. Vielleicht war es ja auch nur ein Jagdunfall, irgendein blöder Zufall. Feuert auf die Sau, erwischt den Mann. Ist gut möglich? Nein, ist es eben nicht. Ja, dann ist es nicht möglich. Die tote Sau, Ecke Michael Klarmann. So oft ballert niemand zufällig in dieselbe Richtung. Es passiert nicht mal Ihnen. Nageln Sie den Zaun quer über den Weg? Weil es kein Weg ist. Also nicht wegen der Wildschweine. Was wollen Sie hier? Ich suche den Förster. Wegen der Wildschweine? Naja, eher wegen eines bestimmten Wildschweins, das gestern auf der Straße neben meinem Toten lag. Polizei, ja? Ich wette, den Polizisten stellen Sie sich ganz anders vor. Sie suchen nicht den Förster, Sie suchen den Jäger. Aha. Besser gesagt, den Jagdausübungsberechtigten. Förster kümmert sich um Wald und Baum, der Jäger jagt. Na und wo finde ich den? Also ich meine nicht den Baum, sondern den Jäger. Ist immer noch der alte Klarmann. Wieso noch? Hören Sie, wir können hier reden oder an meinem Schreibtisch. Ihre Entscheidung. Also damit ist es klar, von hier aus wurde geschossen. 308 Winchester. Übliches Kaliber, Jagdmunition. Der Alte ist ja kaum noch los. Hab den so gut wie nie auf dem Hochsitz gesehen. Früher war er wenigstens mit seinem Sohn ab und zu auf der Pirsch. Der alte Klarmann
Zementklarmann? Ja. Trotzdem lässt er uns nie ran. Gut, einmal im Jahr Rückjagd. Festgelegte Route, festgelegte Strecke, das ist alles. Aber wenn das Ihr Land ist, weshalb darf dann jemand anders drauf jagen? Die Landwirte haben sich zu einem Jagdbezirk zusammengeschlossen. Das ist normal. Die Jagd ist verpachtet. Seit Jahrzehnten. Er hat zwar das Jagdrecht, aber nicht das Wegerecht. Und was soll das? Er kann zu Fuß durch die Botanik laufen, laut Vertrag. Aber nicht mit seinem Luxusschlitten, mit Sitzheizung und Lordosenstütze. Sowas nicht verboten für die Jagd? Ist ja nicht für die Jagd. Damit du uns nicht ununterbrochen in unsere Arbeit hineinradelst. Sag es mir, Georg. Ja, ihr könntet mich mitnehmen. Du hast den Kern der Frage nicht verstanden. Na, verstehe. Umfeldrecherche. Ihr glaubt also auch nicht, dass Ecke das Ziel war? Wir machen nur gründlich unsere Arbeit. Wir ermitteln in alle Richtungen. Sonst noch Fragen, die dich nichts angehen. Fahrt ihr zu Jule Köhler? Na, du weißt schon, die Freundin von Michael Klarmann. Ja, klar. Nimmst du mich mit? Rufen Sie die Leitstelle an, fragen Sie nach der Adresse von Julio Köhler, Overbeck. Woher? Machen Sie es einfach! Woher weiß er, wer das Mädchen ist? Woher weiß er schon wieder Ihren Namen? Baut ihr alles ab? Nee, nächstes Wochenende geht's weiter. Gestern Jungs die Mädchen, nächste Woche Mädchen die Jungs. Ah, verstehe. Doppelter Umsatz. Das ist die Idee vom alten Hagen. Den Bauern? Carstens Vater. Ah. Der Zäun über den Weg nagelt. Was wollen Sie? Wir haben zu tun. Ich bin hier wegen Michael Klarmann. Du bist doch seine Freundin. Woher wissen Sie, dass ich mit Micha zusammen bin? Aus der Zeitung. Und dass Sie mich hier finden? Ich war gestern selbst hier. Du hast mich bedient. Ich mach das schon. Wenn Sie was von Micha wollen, warum gehen Sie dann nicht zu ihm? Du weißt echt nicht, was in der Nacht passiert ist. Ja, ich danke Ihnen. Tschüss. Ich will einfach nicht, dass jemand weiß, dass wir zusammen sind. Ich auch nicht. Deshalb treffen wir uns ja heimlich. Und glaub mir, Nicole, solange das alles nicht geregelt ist, ist das vollkommen okay für mich. Aber ich muss wissen, ob dein Ex ernst zu nehmen ist. Ecki, Thomas hat mich geschlagen. Mehr als einmal, grün und blau. Ist dir das ernst genug? Ich will einfach nur noch weg von ihm. Meinst du, er weiß von uns? Traust du ihm Mord zu aus Eifersucht? Wenn ich zur Polizei gehe, dann fragen die mich nach dir. Was ich für dich tue, dann bin ich dran. Und wenn sich dann aber rausstellt, dass dein Ex mit Mord gar nichts zu tun hat... Also unternehmen die nichts. Hier. Ich habe schon alles ausgefüllt und so getrickst, dass es anständig aussieht. Die Stempel sind auch drauf. Das Ding ist wasserdicht, denke ich. Und dass das Geschäft und die Steuer auf deinen Namen laufen, das ist ja auch eine Chance. Jedenfalls jetzt. Ecki, du tust das nicht für mich allein. Du tust das für uns beide. Ja? Ja. Gut, der Wagen. Ich sollte jetzt heulen, oder? Kommt drauf an, wie gut und wie lange du Michael kanntest. Ein paar Wochen. Also wir kannten uns schon aus der Schule, aber wir haben uns nicht mehr gesehen, seit Micha sein Abi in der Tasche hatte. Er war 3 Jahrgänge über mir. Wir haben uns aus den Augen verloren.
und hier beim Bullenball wiedergefunden. Nee. Nee, Micha war mal bei uns zu Hause, da hat's gefunkt. Vielleicht hat das jemand nicht gepasst. Oder hat er Feinde? Wieso fragen Sie das? Ist nicht Sache der Polizei? Wenn man vom Teufel spricht. Sind Sie Jule Köhler? Springer Kripo Münster, wir müssen uns unterhalten. Und zwar jetzt. Wir unterhalten uns später. Heißt das, Sie nehmen mich diesmal mit? Du darfst gehen. Tja, schade für die Prinzessin. Muss sie sich halt einen neuen Märchenprinzen suchen. Ja, Jule wird's verkraften. Die war schon mit so vielen Typen zusammen. Wenn sie älter waren und Geld hatten. Sonst hat bei Jule doch keiner eine Chance. Stimmt. Letztes Jahr beim Bullenball, das Jahr davor und dieses Jahr ist eben Micha dran. Ist er das? Ja. Thomas. Kann ich helfen? Nein. Steuert sich prima, das Auto. Wollen Sie es kaufen? Ich überleg's mir. Herr Teilkott hat eine Probefahrt gemacht. Ja. Frau Bentos, Sie haben den Schlüssel zurück. Ich melde mich dann. Ja, das würde mich sehr freuen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komisch. Dafür hat sich ja noch nie jemand interessiert. Soll es was Bestimmtes sein? Danke. Nicht schlecht. Welchen Stil suchen wir denn? Ich bin dankbar, dass Sie wir sagen. Also da wären einige Picassos, ne? Wenn Sie mögen. Sagen Sie bloß, Sie sortieren die nach Kunstrichtungen. Eigentlich nach Geschlechtern, aber das darf man ja so nicht sagen. Aha. Ja, sehen Sie, da haben wir die Modelle Frauenparkplatz in allen Formen und Farben. Interessant. Ist was dabei? Nein. Verstehe, Sie haben ganz genaue Vorstellungen. Ja, Bielefeld, 63 Kilometer. Hatten Sie sich für den Fall Christian Klammern interessiert? Zement Klammern? Ja, Vater und Sohn, genau. Staatsanwalt Clausen hat eine Nachricht für Sie hinterlassen. Ach, prima. Sehe ich das richtig? Sie benutzen den Staatsanwalt für gesperrte Informationen. Ja, was dagegen? Ich wundere mich nur. Der Staatsanwalt ist doch sonst so ein sturer Bock. Stur ist er nicht. Aber ich bin eine Frau. Ich habe lange Haare, lange Beine und der Herr Staatsanwalt lange Nächte allein. Von daher tut er mir sehr gern einen Gefallen. Verstehe. Ja, natürlich verstehen Sie das. Männer haben eine blühende Fantasie. Michael und Christian Klarmann, Arbeitsgericht. Das ist sehr witzig. Noch was? Naja, vielleicht könnten wir gemeinsam, wir zwei, hin und wieder, ich meine, meine Erfahrung, Ihre Kontaktfreude, da ließ sich doch was machen. Da sehen Sie's. Männer haben eine blühende Fantasie. Träumen Sie weiter. Hier haben wir die Abteilung Schweizer Käse. Sie sind sicher, dass das Gesuchte bei uns sein soll? Das Schild an der Straße war jedenfalls neu. So eine Art Ortsausgangsschild? Nee, eher so ein Hinweisschild, so ein Pfeil, so ein gelber. Ja. Hier! Das haben wir ausgewechselt. Sieht man ja warum. Das? Tja. Das sind doch Einschusslöcher. Ja, Jäger schießen ihre Waffen ein. Kann ich das mitnehmen? Verbinden Sie was mit Bielefeld? Ist es für Sie? Wieso? Würden Sie mir sonst als Geschenk einpacken? Schlaf nicht ein, wir haben noch mehr auf dem Zettel. Der taucht hier auf, als sei nichts passiert. Leute, der ist Gast wie ihr, verstanden? Vater, sag deinen Jungs, sie sollen wenigstens heute mal Ruhe geben. Halt du dich da raus. Ja,
Ja, da werde ich demnächst wohl auch in die Stadt fahren müssen. Ach, zur Not komme ich rum. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ach. Jule! Jule! Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Wie weit bist du mit Michael Klamann gegangen? Woher weißt du davon? Wie weit? Was habt ihr getrieben? Hast du mir nachspioniert? Du wusstest es die ganze Zeit? Habe ich recht? Die Polizei war hier. Deine Freunde rufen an. Meinst du, ich kann eins und eins nicht zusammenzählen? Mensch, seit Ewigkeiten hast du die Pacht und du bist selbst viel zu krank, um noch auf den Hochsitz zu kommen. Wir müssen in die anderen Kreise, um zu jagen. Genau, was soll denn der Blödsinn? Dein Sohn und du, ihr wart doch im letzten Jahr nicht einmal zusammen auf der Pirsch. Hä? Jeder weiß doch, dass ihr beiden nicht mal mehr ein Wort miteinander geredet habt. Und jetzt ist er tot. Ja, und das war's ja wohl mit der Jagd. Jetzt lass endlich gut sein. Solange ich die Pacht bezahle, gehört sie mir unbefristet. Ist das klar? Und darum bist du hier? Genau. Damit keiner vergisst, wem die Yacht gehört. Irgendwann kommt jeder auf die Lichtung. Was macht der denn hier? Er ist ein neuer Anfänger. Wir wollen es mitmachen. Ich hab den schon mal getroffen. Aber nicht zwischen die Augen. Das ist ein Privatdetektiv. Recherchiert den Tod von Michael. Hab mit Jule gesprochen. Was will der von uns? Ist alles so unscharf, so wird das nix. Sie können die Dioptrienzahl einstellen, falls Sie Brillenträger sind. Was ist bei den neuen Ferngläsern so? Wenn Sie Brillenträger wären, könnten Sie sonst nicht anlegen. Jetzt reicht's. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Schon besser. Macht Spaß. Die Leute sagen, Sie sind der beste Schütze hier im Verein. So eine Art ewiger Schützenkönig, stimmt das? Verschwinden Sie. Und du fragst mich vorher, bevor du einen neuen an die Waffe lässt. Ist das Ihr Schießstand? Ja. Und die Kneipe und die Scheune auch? Was dagegen? Alles meins. Und deshalb kann ich Ihnen auch sagen, dass Sie gehen sollen. Tag, die Herren. Ich nehme an, die trainieren immer ohne diese Dinger da. Sonst würden Sie mich ja verstehen, oder? Was wollen Sie wirklich hier, Herr Wilsberg? Ein Bier. Da macht sich das jemand ganz einfach. Jäger sind Mörder. Fall gelöst. Jedenfalls will er nicht Mitglied werden. Das war gelogen, oder? Oh, mich interessiert schon diese Mischung. Schwarzpulver und Alkohol ist fast wie Silvester. Könnte schon Spaß machen. Ist aber kein Spaß. Ist gefährlich. Kann sogar lebensgefährlich sein, wenn man nicht aufpasst. Genau die Ratschläge, für die ich hergekommen bin. Da spricht ein echter Fachmann. Und so einen wie Sie wollte ich konsultieren. Falls Sie den Weg nach Bielefeld suchen, Schild nach Osten halten und dann immer geradeaus. Da sagt noch einer, Jäger hätten keinen Humor. Meine Frage wäre, was ist das für ein Kaliber? Ein Dreier, hm? Ja. 308 Winchester. Typische Jagdmunition also. Jo. Na, vielleicht ist es ja doch so einfach. Ein Jäger war der Mörder, hm?
Warum interessieren Sie sich überhaupt dafür? Kannten Sie Michael? Bin ihm nie begegnet. Wieso kümmern Sie sich dann um den Toten? Ich tue das für einen Freund. Ecki Thalkötter, der war mit Michael Klammern unterwegs. Und der hat Angst, dass die Schüsse nicht dem Toten galten, sondern ihm. Ich kümmere mich also nicht um den Toten, sondern um den Lebenden, der seine Ruhe wiederfinden will. Was ist hier los? Sag mal, was habt ihr mit dem Schnüffler zu quatschen? Der wollte nach Bielefeld. Nicht nur für dich, für uns. Thalkötter? Ecki? Georg. Ich brauche deinen Wagen. Ich reiß für dich hier wirklich Kilometer ab aus alter Freundschaft. Vielleicht sollten wir mal miteinander reden. Was ist denn los? Machst du immer noch Sorgen? Sorgen? Ich hab tierische Angst, falls du das meinst. Musst du aber nicht. Du hast gut reden. Ich bin Steuerprüfer. Kein Mensch kann mich leiden. Niemand. Ecki, mir kommen die Tränen. Du, ich hab das mal grob überschlagen, wie viele Leute mir die Pest an den Hals wünschen. Das ist eine beachtliche Liste. Mensch, die mögen dich nicht, weil du sie beim Schummeln erwischt. Ein paar davon saßen sogar im Knast dafür. Ich habe nur Feinde. Das ist die bittere Wahrheit. Ecki, wenn ich dich umlegen wollte, dann würde ich doch nicht im Wald auf dich warten. Ich als dein Feind wüsste doch, wo du bist. Ach ja? Klar. Du sitzt den ganzen Tag regungslos in deinem Bürosessel und schreibst blödsinnige Todeslisten. Du bist ein wahrer Freund. Das beruhigt mich jetzt wirklich. So, ich muss auflegen. Dienstlich. Nicole. Ecki? Ecki? Was machst du denn hier? Ja, weißt du, ich habe nachgedacht über uns. Vielleicht ist es falsch, was wir tun. Gut, dass du es ansprichst. Ich meine, ein Aufschub der Steuerlast ist nicht das, was mir unbedingt hilft. Nicole. Ich meine, ich glaube, wir müssen mutiger sein, weißt du? Was? Weißt du, was das für mich bedeutet, deine Zahlungsfristen zu fälschen? Mehr als diesen Aufschub kann ich unmöglich für dich tun. Aber Ecki, du weißt doch, ich muss auf eigenen Füßen stehen. Hm? Wir sollten an unsere gemeinsame Zukunft denken. Ich glaube, ich sollte Thomas auszahlen. Auszahlen? Der Laden läuft auf dich. Ja, auf dem Papier. Aber du weißt doch, wie er ist. Ich denke, wir geben ihm das Geld und dann gibt er Ruhe und verschwindet. Bist du verrückt? Aber Ecki, dann können wir doch... Ich soll deine Bilanz fälschen? Du sollst einfach nur den Steuerbescheid auf Null setzen. Dann können wir ihn auszahlen und sind ihn los. Ich hab Angst, Ecki. Auch um dich. Du glaubst also doch, dass er auf mich geschossen hat. Willst du es darauf ankommen lassen? Du willst mir also nicht helfen? Nicole. Weshalb legst du nun plötzlich auf? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Auf uns wird geschossen, verdammt nochmal! Ich komme! Hallo, Thalkötter! Finanzamt, dritte Etage! Mehrere Schüsse! Thalkötter, Herrgott! Bleib unten. Finde lieber, ja? Ja, ist besser. Ist besser. Die Schüsse kamen vom Gebäude gegenüber. Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Simple Physik. Der Mörder ist vielleicht versiert, aber er ist kein Scharfschütze. Das Glas fälscht den Projektilweg ab. Je nach Dichte, je nach Winkel. Das musste daneben gehen. Auf nicht mal 100 Meter?
Da wäre man nicht versiert, sondern ziemlich dämlich, oder? Also mir reicht ein Spezialagent, Georg. Wenn du nichts Sachdienliches beizutragen hast, dann... Hör mal, Ecki. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf dein Umfeld. Anna, um Ecki geht's doch gar nicht. Na, brillanter Einwand. 4 Schüsse abgegeben auf die einzige Person hier im Büro. Du warst allein hier, sagst du? Oh mein Gott, was brauchst du denn noch? Er hat absichtlich daneben geschossen. 4 Schüsse und keiner trifft. Da spielt jemand mit Ecki, mit uns. Unsinn. Wir knöpfen uns alle Steuersünder vor, die eine Schusswaffe besitzen. Da können wir ja gleich mit Ihnen anfangen, Overbeck. Ich bin sicher, Sie schummeln bei der Kilometerpauschale seit Ihrem Umzug. Was? Das ist wahr. Und Sie haben eine Schusswaffe. Ja, aber Overbeck hat ja nichts gegen mich. Wir brauchen die Liste. Gib mir mal die Liste, Ecki. Die Person, die knöpft sich Overbeck vor. Sie kann ja wirklich gar keiner leiden. Anna, die Schüsse sind nur Show, um die Spuren zu verwischen. Und du fällst drauf rein. Ich fall auf überhaupt nichts rein. Wenn es um Michael Klarmann ginge, woher weiß der Mörder von Ecki? Eckhard Thalkötter stand nirgendwo, in keiner Zeitung. Na ja, die Leute reden, Münster ist eine kleine Stadt. Na ja, vielleicht habe ich Eckis Namen auch irgendwo fallen lassen. Jetzt glaube ich wirklich, dass du meinen Tod willst. Krieg ich Polizeischutz? Strafe muss sein. Georg passt auf dich auf. Was? Chinesisch aus der Pappe. Ich hätte mir ja eine originellere Henkersmahlzeit gewünscht. Georg, kannst du mal aufhören? Du siehst auch, dass Ecki darüber nicht lachen kann. Und willst du mit uns reden? Reden? Auf uns wird geschossen, hast du am Telefon gesagt. Und Anna, hast du gesagt, du bist allein im Büro. Was denn jetzt? Ach, na ja, bei der Aufregung... Dann, sag mal, habt ihr auch so einen Hunger? Wem hast du denn telefoniert? Hier in der Küche. In der Nacht, als Michael Klarmann starb. Ecki. Ich hab Mist gebaut. Passiert den Besten. Und weiter? Ich habe eine Frau kennengelernt. Der heiße Feger beim Bullenmüll? Nein, nicht beim Ball, bei einer Steuerprüfung im Autohandel. Der Laden läuft überhaupt nicht. Ecki. Nicole hat Steuerfristen versäumt. Nicht gezahlt. Jede Menge Steuerschulden. Und Ritter Ecki schreitet ein und rettet den Tag. Was denn? Ich hab mich verliebt. Ist natürlich was ganz anderes. Ich wollte, dass sie eine Chance bekommt. Du wolltest, dass du eine Chance bekommst. Ihre Chance, von ihm loszukommen. Anderer Kerl? Ah, ihr Ex. Ich habe ihre Fristen geschönt, ihren Aufschub gewährt. Gegen die Regeln. Na und? Einen gewaltigen Aufschub. Dafür komme ich in die Hölle. Und das ist die ganze Geschichte. Jetzt will sie, dass ich ihr die Steuern komplett erlasse. Na, das muss ja pure Liebe sein. Aufwachen, Ecki. Sie hat Angst vor diesem Thomas. Der ist fürchterlich eifersüchtig und gewalttätig. Sie will da raus. Blöder Aufschub. Ein eifersüchtiger Ex-Freund und ein Steuerprüfer als Hasenfuß. Dann können wir ja aussteigen. Das ist die gute Nachricht. Was? Soll ich dir noch mal erklären, dass der Mordanschlag nicht dir galt? Nein, ich will, dass das aufhört. Was denn? Was? Die Ballerei auf mich zum Beispiel. Und wenn es nicht dieser Ex ist, dann will ich das genau wissen. Ich krieg vorher kein Auge zu. Ecki, ich wüsste nicht, dass... Du hast meinen Namen verbreitet. Du bist schuld, dass jemand auf mich schießt. Und du stellst das gefälligst wieder ab. Ach ja? Der alte Klarmann prozessiert gegen den Jungen. Zumindest hat er Klage eingereicht. Der Alte wollte den Junior raushaben aus dem Geschäft? Na, die beiden hatten sich nichts mehr zu sagen. Mordsmäßig zerstritten. Na ja, Ecki, da können wir ansetzen. Vergiss es. Ich gehe nicht mehr in mein Büro, auf keinen Fall. Hast du vergessen, was da heute passiert ist? Willst du jetzt, dass ich hier helfe oder nicht? Keiner schießt mehr auf mich. Ob absichtlich daneben oder nicht. Damit ist Schluss. Ich bleib hier. Was ist denn? Bis hierhin und nicht weiter. Was soll denn das? Georg, ich bin Anwältin. Und als solche sage ich dir Einbruch.
Ich habe Eckis Schlüssel. Hausfriedensbruch, Verletzung von Dienstgeheimnissen, Datenmissbrauch. Ist ja gut, du wartest, wenn was ist, Handy. Eckis Nummer. Entscheiden, Passwort eingeben. Und? Al Capone. Was? Ja, du hast richtig gehört. Al Capone. Den haben sie nur mit Steuergesetzen drangekriegt. Verstehst du? Die Steuer hat ihn erledigt. Okay, jetzt komm mal wieder runter. Du machst ihn wegen ein paar Schüssen ins Hemd, also wirklich. Jetzt die Steuernummer eingeben. Ecki. Ja, oder den Namen. So viele Christian-Klarmänner wird es ja wohl nicht geben. Nur Kraut und Rüben. Ausdrucken, verschwinden. Plan, Georg, wirklich ganz toller Plan. Scheiße. Fahr den Computer runter. Georg. Guten Abend. Was tun Sie hier? Hey. Ja. Ich arbeite noch. Scheiße. Nachts muss ich ja schließlich nicht befürchten, doch noch erschossen zu werden. Apropos, würden Sie bitte. Mein Name ist Thalkötter. Eckhard Thalkötter. Schönen Abend, Herr. Herr Thalkötter? Ja. Ihre Jacke. Ja, danke. Ecki wollte spät noch arbeiten. Du weißt doch, wie das ist. Nein, Alex, wie ist das denn? Also, er kann ja schlecht zurück zum Tatort, das ist ja unzumutbar. Aber Ecki brauchte noch seine Unterlagen und deswegen hat er Georg geschickt. Ecki hat Georg geschickt? Ja. Du bist die schlechteste Lügnerin, die jemals diesseits der Gitterstäbe gestanden hat. Lassen Sie ihn raus. Eine Nacht hinter Gittern und du freust dich über frische Luft und Freiheit. Ecki ist stinksauer und ich auch. Sie zahlt. Ecki muss sich nicht sorgen. Anna hält dich, die regelt das. Ist doch nichts passiert. Nichts passiert? Ist richtig, Georg. Ecki wurde nicht beinahe zweimal abgeknallt. Du bist nicht nachts in sein Büro eingebrochen. Und ich habe auch nicht gelogen, weil ich dich aus dem Knast holen wollte. Stimmt, ist wieder mal nichts passiert. Ich habe mir die Papiere angeguckt. Ist gar nicht so kompliziert, wie Ecki immer sagt. Man braucht nur ein bisschen Zeit. Also, Zement Klarmann, jahrelange sehr profitable Firma, ist pleite. Okay, so Michael war also seit 2 Jahren Geschäftsführer, oder was? Sieht so aus. Der Sohnemann hat jede Menge Geld verspielt. Wollen Sie noch? Danke. Der hat die ganze Firma mit irgendwelchem Hedgefonddreck komplett versenkt. Aha. Aber interessant ist vielleicht was ganz anderes. Mensch, Christian Klarmann muss den Jungen echt hassen, oder? Naja, von mir aus, aber... Aber das ist ein Mordmotiv.
Absolut, aber... Oder meinst du, dass der Alte den Jungen abknallt? Das kann schon sein, aber jetzt guck doch mal hier drauf. Abschreibung, Verlust aus Vermietung und Verpachtung. Bachstraße 12. Ja, gut, klar, man hat ein unrentables Mietshaus, und? Ja, aber der Alte hat noch nie Miete für sein Haus kassiert. Guck doch mal auf die Adresse. Wer wohnt da? Köhler. Irmgard Köhler, die Mutter von Jule. Die Freundin von dem toten Michael. Genau, Bachstraße 12. Und wenn der Alte seit Ewigkeiten keine Miete für sein Haus nimmt, dann muss man sich doch fragen, warum nicht? Die Mutter ist Friseuse. Mann, du hast echt einen Hang zu Belanglosigkeiten. Die Frau lebt von Hartz IV, wohnt aber mietfrei in einem Haus von Klarmann. Ja gut, aber was hat das alles mit dem Mord an dem Sohn von Klarmann zu tun? Das weiß ich auch nicht, aber das kann doch kein Zufall sein. Jule kennt Michael Köhler. Und dann kann der Alte doch auch die Mutter von Jule kennen. Okay, das heißt, wir fragen als erstes Irmgard Köhler. Nein. Jule und den Alten? Nein. Erstmal frage ich Anna. Was soll ich jetzt bitte hier? Du tust Eckin gefallen. Guck dir diese Nicole an, den heißen Feger, du weißt schon. Hallo, ich habe einen Job, die Kanzlei, du erinnerst dich? Ich hab doch Leute, die sowas recherchieren. Ja, die kaufen wir ein, die Leute. Leute wie dich, Georg. Hallo, Anna. Um Gottes Willen, Nelken. Hä? Ich bin allergisch gegen deinen Bestechungsversuch. Untersuchen Sie die auf Fingerabdrücke. Was? Wieso? Das geht doch gar nicht. Wenn das einer schafft, dann Sie. Also, was willst du? Es gibt eine Verbindung zwischen der Mutter der Freundin des Toten und dem Vater des Freundes der Freundin, also des Toten. Bisschen viel Genitiv, was? Oder soll ich das gar nicht verstehen? Gibt's irgendwas über die Frau? Über die Mutter der Freundin des Sohnes des Alten? Ja. Name? Irmgard Köhler. Bachstraße 12. Irmgard. Was machst du hier? Ich will gerade nicht zu Hause sein. Ich musste mal raus. Kann ich dir helfen? Micha ist tot. Ich will mich jetzt einfach nicht streiten. Verstehst du das? Mit wem denn streiten? Ach, mit meiner Mutter. Dreht völlig ab. Der Mord an Micha nach dem Bullenball und damals. Na, weißt du ja. Kommt eben alles wieder hoch. Prachtexemplare. Lass sie mal schön ausblumen. Danke, Ulf. Pass du nur auf, dass sie dich nicht beim Wildern erwischen. Dafür sorge ich schon. Tag. Was ist schon dabei? Ich habe nicht viel Geld. Herr Klarmann hat mir geholfen. Und er gilt doch gar nicht als Wohltäter. Laut Steuerbescheid keine einzige Spendenquittung. Für nichts, noch nie. Sie gucken in seinen Steuerbescheid? Und diese Hilfe dauert jetzt wie viele Jahre? Keine Ahnung. Habe ich doch nie dran gerührt. Der hat so viel Geld, der merkt das doch nicht wirklich. Ist ein bisschen dünn, was Sie da erzählen, Frau Köhler. Ich muss Ihnen gar nichts erzählen. Warum erzählen Sie nicht einfach, wie es war? Wie was war? Sie können es ausschmücken, Sie können es rührselig erzählen, meinetwegen. Aber Sie erwähnen es überhaupt nicht. Was? Ihr Mann, Jules Vater, ist verschwunden. Das ist Ewigkeiten her. Bullenball, oder? Er bringt nur Unglück. Jedes Jahr wieder.
Sie meinen, er hat sich damals beim Fest eine andere angelacht? Ja, was denn sonst? Ich war schwanger mit Jule. Da gibt es Attraktiveres. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Schwanger mit ihrer Tochter Jule. Keine Arbeit. Kein Geld für ein Zuhause. Und Herr Klamann hat Ihnen damals geholfen? Ja. Und Herr Hagen? Warum versteckt er sich vor mir hinterm Haus? Herr Hagen hilft mir. Sie haben ja ziemlich viel Hilfe. Sein Hof wirft nicht viel ab. Herr Hagen braucht Geld. Aber Sie haben doch kein Geld, haben Sie gesagt. Sie haben also kein Wort mehr miteinander geredet? Nein. Und jetzt nach Michaels Tod tut Ihnen das leid? Der Sohn hat alles ruiniert, was ich mir aufgebaut habe. Das ist ein Versager. Es war Ihre Frau, die ein ziemliches Vermögen in die Firma eingebracht hat. Ja. Und kurz vor ihrem Tod hat sie den Herrn Sohn noch schnell als Geschäftsführer eingesetzt. So gesehen sind wir quitt. Also wir halten fest, Ihre Frau hat Geld und ihren Sohn Michael in die Ehe gebracht. Was tut das alles zur Sache? Ich finde es interessant. Sie hätten ein Motiv. Was wollen Sie damit sagen? Weil Michael nur mein Stiefsohn ist, bringe ich den leichter um? Ist ja krank. Morde geschehen meist aus kranken Motiven, Herr Klamann. Ihr Sohn hat Sie ruiniert. Sie haben einen Jagdschein, es ist sogar Ihre Pacht. Sie kennen sich gut aus in der Gegend. Wissen Sie was? Ja, ich hätte den umbringen können. Aber ich habe es nicht getan. Kein Kaliber 308. Fehlanzeige. Das wäre dann auch erledigt. Auf Wiedersehen. Mensch, da bist du ja endlich. Ich kurf hier schon eine Weile rum, Mann. Ist das mein Handy? Mensch, Georg, ich kann nicht glauben, dass du mich hier schon wieder warten lässt. Was suche ich denn? Warum überhaupt? Warum sprichst du so leise? Weil im Zeitungsarchiv keine Sau irgendwas darf und schon mal gar nicht telefonieren. Die Hüterin des Schatzes ist anwesend. Wieso? Frau Jorgs ist doch nett. Hast du etwa keine Pralinen mitgebracht? Oh, Scheiße, das habe ich vergessen. Naja, vielleicht lebt sie dann länger. Also, Georg, was suche ich denn jetzt hier? Wir suchen nach einer Verbindung zwischen Christian Klamann und Irmgard Köhler. Ja, wie? Die Verbindung ist das Haus, sie wohnt da umsonst drin. Warum? Und warum seit 19 Jahren? Ich gehe jetzt 19 Jahre zurück. So im Blindflug, oder was? Oh, Mensch, Georg, ich habe echt was Besseres zu tun. Mensch, du hast doch gesagt, ich soll mich um Eckis zarte Seele kümmern. Oder etwa nicht? Ja, genau. Du, jetzt sitze ich aber hier. Also gut, was suche ich denn jetzt genau? Das sag ich dir doch. Die Köhler wohnen seit 2 Jahrzehnten dort. Und die Vermisstenanzeige für Günther Köhler ist fast genauso alt. Übrigens, nach dem Bullenball ist er verschwunden. Falls dir die Info hilft. Die wollen sicher zum Zementwerk. Sollen wir das verhindern? Sie müssen lernen, die positiven Dinge des Lebens zu sehen, Overbeck. Ah ja. Und welche? Bezüglich Wilsberg? Erstens waren wir vor denen da, was in diesem Fall ganz offenbar nicht selbstverständlich ist. Und zweitens? Sie wissen doch, wie die beiden sind. Und, wie sind die beiden? Sie können einem gehörig auf die Nerven gehen. Sollen die doch den Alten aufschrecken. Das kann nicht schaden. Verschwinden Sie! Wir verdächtigen Sie gar nicht! Die Polizei verdächtigt Sie! Wir denken eher an Ulf Hagen! Warum? Ulf Hagen ist genauso pleite wie Sie, Herr Klamann! Wer weiß denn nur das? Von Al Capone, okay? Unfassbar. Der Knecht, wie Sie ihn nennen, wollte ganz oben mitspielen. Und er hat sich bequatschen lassen. Von Ihrem Sohn, nehme ich an. Er hat Derivate gekauft, sein Land verpfändet. Und warum? Weil er ihrem Sohn vertraut hat, genau wie Sie. Mord aus Rache? Warum nicht? Und jetzt ist er auf die Einnahmen vom Bullenball angewiesen. Und auf Handgeld aus der Nachbarschaft. Von Irmgard Köhler zum Beispiel. Kennen Sie sie? Nein. Das ist gelogen. Sie wohnt in einem ihrer Häuser. Ich kenne diese Frau nicht. Kennen Sie Günther Köhler? Nein. Kein Wunder. Der Mann ist vor 20 Jahren verschwunden. Verschwinden Sie! Ja, dann. Dann danke! Jetzt komm!
Er kannte ihn, da bin ich ganz sicher. Ja, weiß ich, es ist 20 Jahre her. Bullenball halt, ne? Alles davor und danach vielleicht. Mich interessiert das Verschwinden eines Mannes. Da haben wir doch schon was, Kindchen. Liebestoll nach Bullenball. Ist Ehemann durchgebrannt. Das ist es. Ehemann spurlos verschwunden. Warum lässt werdender Vater Schwangere sitzen? Können wir das irgendwie ausdrucken? Jetzt halt doch mal still. Au! Oh, Mann, vielleicht sollte ich doch lieber zum Arzt. Ist doch nur ein Kratzer, Mann, Ecki. Ich hätte tot sein können, beide Male. Ja, du Held. Da reicht ein Pflaster. Hey, na? Sieht ja gar nicht so schlimm aus. Er hätte tot sein können. Geht nichts über mitfühlende Freunde. Ah. Apropos mitfühlend. Was denn zuerst? Ja, unser Schwerverletzter hier, der kann Schmerzen ertragen. Gut, Ecki, darf sich jetzt nicht aufregen. Alex, ohne Zuckerguss, direkt zwischen die Augen. Was? Ich war bei deinem heißen Feger. Nicole. Von wann sind die Aufnahmen? Von heute. Das ist Thomas, Nicoles Freund, nicht Ex-Freund. Prinzip Weihnachtsgans, würde ich sagen. Die hat dich ausgenommen. Die hat deinen Beschützerinstinkt ausgenutzt. Alter Trick. Immer wieder wirkungsvoll. Das ist ein Frauending. Standard. Warum hat mich der Schuss nicht getroffen? Mitten ins Herz. Was denn noch? Der Bullenball. Ich komme für nichts in Teufels Küche? Naja, noch sitzen wir ja in meiner. Die gezuckerte Archivarin hat mir alles ausgedrückt, was es über das Verschwinden von Günther Kühler gab. Im Grunde ist die Geschichte ganz einfach. Er hat die Schwangere zu Hause gelassen, ist tanzen gegangen und nie wiedergekommen. Er ist durch den Wald zurück, zu Fuß. Seitdem vermisst und nirgendwo wieder aufgetaucht. Ja, und 2 Jahre später für tot erklärt worden. Also haben wir nichts. Stimmt. Wir haben nichts, Al Capone. Hör doch mal auf damit. Auf. Wieso denn? Denk doch mal mit, das ist schließlich dein Fall. Von mir aus können wir aufhören. Nein! Die schießen auf dich, die schießen auf uns und ich lass mich nicht verarschen. Ein Ehemann verschwindet spurlos und die zurückgelassene schwangere Ehefrau zieht danach in ein Haus, das einem anderen Mann gehört. Ja, Zufall? Klar, man hat gelogen. Richtig. Und warum zahlt er seit der Zeit? Für eine Schuld? Vielleicht hat er ihn umgelegt. Klar, man den Köhler? Warum denn? Ja, keine Ahnung. Klar, man hält die Pacht. Er will nicht, dass wir in den Wald gehen. Also wohin gehen wir? Ja, meine Höch. Von dem habe ich gehört. Haben Sie noch seine alten Akten zu dem Fall, Klamann? Das war sein erstes Genehmigungsverfahren. Hat der Höch gleich zwischengehauen damals und jämmerlich verloren. Also was haben Sie oder nicht? Das ist 20 Jahre her, Herr Wilsberg. Ich will doch nur wissen, wo diese Hütte steht, also wo genau im Wald ich suchen muss. Ja, da brauche ich Ihre Personalien für die Grundbucheinsicht und für den Antrag im Archiv. Die Gebühren sind natürlich vorher fällig. Hey, Moment. Geht ganz schnell. Bauamt Bielefeld Höch. Manni? Georg? Georg hier. Ecki, du gehst nicht ans Telefon. Du, das ist jetzt gerade nicht so passend. Und dass wir uns hier sehen... Was ist denn los? Er hat dich nie geschlagen, du ihn nie verlassen. Er hat mich verarscht. War's das? Nein, das war's noch lange nicht. Ich werde keinen Cent Steuern zahlen. Viel Glück. Ich werde dich reinreißen. Wenn du die Bescheide nicht endgültig verschwinden lässt, verstanden? Du erpresst mich mit meiner Gutmütigkeit? Mit dem, was ich für dich getan habe? Prima, du hast es kapiert. Ich habe die frisierten Papiere, oder? Mach's gut, Ecki. Niemand will irgendwas neu aufrollen, Quatsch. Mein Gott, das wäre eine Riesenblamage für mich. Was denn für eine Blamage? Na, wenn ich da was falsch gemacht habe? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Du doch nicht. Das wäre absolut furchtbar. Ich will doch nur wissen, ob du noch weißt, wo diese alte Jagdhütte steht. Entspann dich. Na gut. Hast du was zu schreiben? Stift, Zettel. Also, vom Parkplatz Kottenforst 300 Meter in den Wanderweg folgen und dann rechts die Abzweigung nehmen. Müsste ja zu finden sein. Da müsstest du genau drauf zukommen. Sie hat mir gedroht. Sie reißt mich mit rein, hat sie gesagt. Da könnte ich mich gleich hier im Wald verscharren. Warum kannst du nicht einfach mal eine Normalbeziehung haben? Ja, das würde ich auch gern wissen. Irgendwo hier muss es sein.
klar. Wie, das ist alles? Was hast du denn erwartet? Ja, irgendwas Besonderes. Der alte Klarmann will nicht, dass hier irgendjemand hermarschiert, also muss es ja ein Geheimnis geben. Das war Georgs Idee. Ich bin nur mit. Ist keiner da, gehen wir rein. Aus, als wenn sich der Einzug verzögert. Gut beobachtet, Sherlock. Hier hat noch nie jemand gewohnt. Was soll das denn hier alles? Ich meine, der Typ hat damals für die Hütte eine ganze Horde Anwälte beschäftigt. Und gegen die Behörden gewonnen. Ja, gegen einen wie Manni. Ja, genau. Und dann? Nichts. Der Tisch. Das ist jetzt der Moment, in dem wir Angst vor dir kriegen, Georg. Ja, genau. Und der Spitzhacke im Haus ersetzt den Psychopathen. Klarer Fall. Einer von euch mal das Fundament gesehen? Nee, aber praktischerweise legst du das ja gerade für uns frei. Ja, und warum, wenn man fragen darf? Viel zu dick und massiv für eine Hütte, in der niemand wohnt. Und deswegen ändern wir das jetzt, oder was? Ja, Beton hat der Typ ja genug gehabt. Eben. Das ist mal eine ganz neue Qualität. Jetzt brechen wir nicht nur ein, jetzt zerstören wir auch alles. Zünden wir es vielleicht auch noch an? Wenn ich so an den Beton komme, warum nicht? Georg. Passt doch alles zusammen. Der Vermisste geht nach dem Bullenball durch den Wald und taucht nie wieder auf. Ein Jäger hält bis heute die Pacht, damit niemand herkommt. Derselbe Jäger unterstützt bis auf den heutigen Tag die Witwe. Es soll niemand herkommen, damit niemand was findet. Eine Leiche im Beton? Oh nein, bitte nicht. Methode Zementschuh. Ist doch ganz dein Stil, Al Capone. Mensch, jetzt hilf mal mit. Klarmann hat Günther Köhler umgebracht. Soll Klarmann das getan haben? Ein einfaches Grab im Wald hätte gereicht, ein Loch im Boden. Ist doch Quatsch. Der Boden da draußen ist viel zu steinig, da kommst du gar nicht tief genug, um die Aasfresser fernzuhalten. Die schleppen dir sonst die ganzen Leichenteile quer durch den Wald. Frage ist nur, wie wir durch den Beton kommen. Scheiße. Gib mir mal dein Handy. Was hat denn der Tote damals mit dem Mord an Michael heute zu tun? Was? Ist ein Einschussloch im Schädel? Anna, wir müssen uns treffen. Ich habe was für dich. Du rufst mich an und bittest mich um Hilfe bei meiner Arbeit. In solchen Momenten weiß ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, Georg. Wir haben Günther Köhler gefunden. Mitten im Wald. Eingegossen in Beton. Ich vermute zumindest, dass es der Vermisste ist. Ich wusste gar nicht, dass ich nach ihm suche. Der Genitivmann, ja? Der Mann der Mutter der Tochter. Ja. Also treffen wir uns im Wald? Nein, nicht im Wald. Wir treffen uns beim alten Klarmann. Sagen Sie nichts. Ich soll verschwinden, sonst rufen Sie die Polizei. Die Mühe können Sie sich sparen. Die Polizei ist bereits unterwegs. Sehr umsichtig. Was soll das? Wir haben Günther Köhler gefunden. Unter Klarmann-Zement. Das ist kein Beweis für gar nichts. Sie haben ihn erschossen und schon seiner Frau seitdem den Ernährer. Ich weiß Bescheid.
Sie sind gut, Herr Wilsberg. 19 Jahre und Sie brauchen nicht mal eine Woche Respekt. Sie sind alleine gekommen. Wir könnten uns arrangieren. Sie sind pleite, Herr Klarmann. Und ich bin nicht der Typ für solche Geschäfte. Ich bin's leid. Ich bin müde. Hallo, Anna. Er hat gestanden. Frau Springer, kommen Sie rein. Haben Sie beide mit derselben Waffe erschossen? Wir beide. Ich habe meinen Sohn nicht umgebracht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das erklären Sie uns. Sie finden mich als Mörder. Was hat er gesagt? Es hat dir nicht gefallen, Anna. In keiner Hinsicht. Wir sind uns also einig, dass Ecki nicht das Anschlagsziel war, richtig? Kann ich nicht hören? Ja. Dann bist du also raus aus der Sache, und zwar endgültig. Verstanden? Was hat der alte Klarmann gesagt? Raus mit der Sprache, es ist vielleicht wichtig. Es ist wichtig. Die letzte Bitte eines Sterbenden. Ich soll den Mörder seines Sohnes Michael finden. Und damit bin ich wieder drin in der Sache. Du wolltest beweisen, dass Ecki nicht das Anschlagsziel war, und es ist bewiesen. Ja, aber... Nein, jetzt rede ich. Der Mann hat Günther Köhler umgebracht, aus welchen Gründen auch immer. Alte Klarmann war ein gewaltbereiter, jähzorniger Mann. Und dass er beim Totalverlust seiner Firma seinen Sohn erschießt, ist schlüssig. Ich suche also nicht den Mörder von Michael, sondern vom alten Klarmann. Klar? Sonnenklar, Anna. Damit bin ich raus. Was ist denn? Ich kann auch wieder gehen. Nein, bleiben Sie, bleiben Sie. Ich mache unserem Clown hier gerade klar, dass ich mich nicht von ihm aufhalten lasse. Also bitte. Das Labor hat die Ergebnisse. Der Tote gestern im Beton wurde damals mit derselben Waffe erschossen wie jetzt der junge Michael Klarmann. Hört. Und es ist dieselbe Waffe, mit der auch Christian Klarmann getötet wurde. Also ist der Alte nicht der Mörder seines Sohnes. Und damit bin ich wieder drin in der Sache. Oder? Herr Aßmann. Ja? Ich war letztens wohl ein bisschen grob. Sie meinen Frau mit langen Beinen und so? Sie erinnern sich? Ja, ich habe nämlich ein sehr langes Gedächtnis. Wenn wir uns auf Unentschieden einigen, können Sie mir dann vielleicht einen Tipp geben? Wo drückt denn der Schuh? Sie machen doch Verwaltungsrecht. Ich habe da einen Mandanten im Finanzamt. Kleiner Fehler, keine große Sache. Sie haben Günther also gefunden? Schrecklich. Aber auch schrecklich lange her. Jetzt wissen wir beide zumindest, warum der alte Klarmann so großzügig zu Ihnen war. Ja. Sie wissen, dass Klarmann tot ist? Darum packe ich ja. Sie packen schon länger vor seinem Tod. Gehen Sie. Sie hatten mit Christian Klarmann eine Vereinbarung. Der Deal begann mit Ihrem Einzug und endet jetzt mit diesen Kartons hier. Ich war schwanger und allein. Er war großzügig. Mehr nicht. Sie haben den Tod Ihres Mannes gewollt oder davon gewusst? Nein! Christian Klarmann hat Günther umgebracht. Es war sich nur gerecht, dass er sich kümmert. Jule hat mir erzählt, dass Michael hier war. Da haben die beiden sich wiedergesehen. Was wollte der Sohn von Christian Klarmann bei Ihnen? Hat er Ihnen mitgeteilt, dass Sie ausziehen sollen? Darum die Kartons? Die Zeit war um, oder? Und warum? Das wissen nur Sie. Jule ist Christian Klarmanns Fleisch und Blut. Verschwenden Sie er gleich. Sie ist seine Tochter. Darum der Streit. Darum dieser Totschlag damals. Sie und Klarmann, er hat sie geschwängert. Nein! Doch. Und darum ist jetzt die Zeit um. Jule ist 18, sie ziehen aus. Das war der Deal. Der Bullenball ist verflucht. Da passierten immer schon Unglücke. Quatsch. Der Bullenball ist nicht verflucht. Sie haben sich mit Klarmann eingelassen. Zwar nur einmal. Aber Sie sind schwanger geworden.
Günther wollte es Christians Zukünftiger stecken. Ach, er war damals noch nicht verheiratet? Nein. Sie hatte das Geld, das er wollte. Für ihn war diese Ehe ungeheuer wichtig. Ich war nur ein Abenteuer. Und diese Ehe wäre nicht zustande gekommen, wenn seine Frau gewusst hätte, dass er sie geschwängert hat. Christian hat Günther zum Schweigen gebracht. Ein für allemal. Und Sie dachten, dafür steht Ihnen was zu? Gehen Sie zur Polizei. Sonst tue ich's. Und reden Sie mit Ihrer Tochter. Hallo, jemand zu Hause? Chinesisch. Da wird Georg sich aber freuen. Ich habe gedacht, wir setzen uns mal zusammen und reden. Hört sich nach Verzweiflung an. Hätte Georg jetzt gesagt, meine ich. Wo steckt denn der? Der ist unterwegs. So geheimnisvoll. Was machst denn du denn hier? Ich darf noch nicht arbeiten. Mein Chef hält mich für gefährdet. Immer noch. Du machst blau. Morgen. Ich meine, Montag nach dem Bullenball. Nach der zweiten Party geht's wieder los. Du solltest nicht so viel mit Georg zusammen sein. Das färbt ab. Ich hab's dir schon immer gesagt. Du hast mich mein Leben lang belogen. Hast du das geübt? Deinen Auftritt? Deine Empörung? Du hast dein Leben hier gelebt. Du hast alles bekommen. Weit mehr, als uns möglich gewesen wäre ohne dieses Haus. Ich hätte meinen Vater kennenlernen können. Hör auf damit! Du wusstest doch ganz genau, wer dein Vater war. Was? Du wusstest alles seit letztem Sommer. Für wie naiv hältst du mich eigentlich? Du hast meine alten Tagebücher gelesen. Was für Tagebücher denn? Ich weiß es genau. Als ich im Krankenhaus war. Sie waren aufgeschlagen, als ich zurückkam. Halt. Ich habe mit unserem Fachanwalt gesprochen. Über deine Nicole. Nicole? Wer ist Nicole? Anna. Willst du die freundliche oder die heftige Variante? Entscheide du. Du bist im Arsch. Du hast Urkundenfälschung begangen und deinen Dienstherrn getäuscht. Ergo, wenn das rauskommt, keine Pensionsansprüche. Fristlose Kündigung. Strafanzeige. Okay. Ich nehme doch lieber die freundliche Variante. Das war die freundliche Variante. Du musst einfach alle Beweise vernichten, Ecki. Jetzt will ich gar nicht mehr wissen, worum es sich dreht. Können wir mal über den Fall reden? Jagdunfall scheidet aus. Das Verkehrsschild beweist, die Waffe wurde eingeschossen. Also zuerst wird der Mann von Julius' Mutter umgebracht. Das war vor 19 Jahren. Dann wird Michael erschossen, Julius' Freund. Das war vor 3 Tagen. Und schließlich trifft es den alten Klarmann. Die Waffe wurde also 3-mal benutzt. Wieso nur eine halbe? Die andere Hälfte habe ich gegessen. Ganz kurze Zwischenfrage. Jule und Michael sind doch Geschwister, oder? Ja, und nur halb. Gut, also die Geschwister sind frisch verliebt, also ein Paar, und wissen aber nicht, dass sie verwandt sind. Nein, daraus kann man überhaupt nichts drehen. Michael ist der Stiefsohn von dem Alten. Also das habe ich überprüft. Aber weiß das auch die Mutter von Jule? Vielleicht hat sie ihn ja umgebracht wegen Inzucht. Auf dem Land ist alles möglich. Nein, das ist kompletter Unsinn. Es gibt keine Parallelen, weder damals noch heute. Außer der Bullenball. Der ist angeblich verflucht. Die Waffe ist die Parallele. Muss ja nicht derselbe Schütze sein. Das ist gut. Sehr gut, Ecki. Aber wenn mehrere Leute geschossen haben, dann ist sie auch für mehrere Leute zugänglich. Ich muss los. Kein Schritt ohne mich. Hallo?
tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so voll heule. Ich wusste einfach nicht, wohin. Ich bin immer für dich da. Das hat sich nie geändert. Meine Mutter hat mich angelogen. Schon immer. Der Detektiv. Mittwoch um 18 Uhr. Okay. Guten Abend. Wir machen noch 3 Stunden. Hey! Das ist ein Gründungsgegenstand und das hier ist ein Schützenverein und jetzt raus! Die Waffe, funktioniert die? Ich brauche das Gewehr, genau dieses. Kaliber 308, richtig. Ulf! Ich hasse Typen, die sich aufspielen. Davon haben wir schon genug gehabt. Wir sind jetzt auch nicht hier, Hagen. Ulf, nimm das Gewehr runter. Nein! Hau ab! Halt das Handy mal raus! Wenn die geladen ist. Klugscheißer, was dann? Dann sind Sie ein toter Mann, Sportsfreund. Niedergestreckt von einer Polizeikugel. Ein guter Abend, nicht? Wollte mir ein Gewehr holen und krieg eine Verhaftung gratis. Die Waffe wurde benutzt. Es sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Die Kriminaltechnische ist sich sicher, es ist die Mordwaffe, damals wie heute. Das war's also. Sie haben die Fähigkeiten und Sie haben ein Motiv. Für beide Morde. Nicht verstellbares Zielglas. Sohn Klarmann hat ihn ruiniert. Vater Klarmann hat ihn zur Weißglut gebracht. Vielleicht hat ihn auch die Witwe Köhler beauftragt. Schließlich hat Klarmann sie aufs Trockene gesetzt. Hat er gestanden? Was wird da noch? Nein. Der Mann trägt eine starke Brille. Er kann mit diesem Gewehr nicht schießen. Hat er die Brille abgenommen? Anna, dann sieht er nichts. Man kann das Zielfernrohr nicht einstellen. Das geht bei diesem alten Gewehr. Ich guck's dir doch an. Er war's nicht. Seine Fingerabdrücke sind drauf. Hey, du warst doch dabei, als er das Gewehr in der Hand hatte. Der Mann bleibt in Haft, basta. Wenn ich Ulf Hagen wäre, dann würde ich doch eher versuchen, mein Geld von dem Schuldigen wiederzubekommen, statt den Jungen einfach abzuknallen. Nein, Ulf Hagen wusste, dass die Klarmanns blank sind. Wer wusste denn noch, dass sie finanziell am Ende sind? Niemand. Eben. Davon müssen wir ausgehen. Jule, beruhig dich, es ist perfekt. Es hat durchgeknallt. Weißt du nicht, was der Bullenball bedeutet? Paare finden zusammen, so wie wir. Was ist denn da los? Bauer sucht Frau. Verstehe ich nicht. Das ist doch lange vorbei. Ach, nur weil ich kein Geld habe. Du wolltest hier weg, ich wollte mit dir. Wir hätten mit dem Geld auch den Hof meines Vaters... Du hast 2 Menschen umgebracht. Einfach so. Nicht einfach so. Erst den Sohn, den Erben, dann den Alten und nur du bleibst übrig. Er ist dein Vater. Du hast die Tagebücher meiner Mutter gelesen. In den Nächten bei uns, als sie nicht da war. Das ganze Vermögen steht dir zu. Wir hätten in dem Geld geschwommen, du und ich. Niemals. Du bist krank. Wie konnte ich denn ahnen, dass die pleite sind? Und das Ganze beweist auch meine Liebe zu dir. Jule! Jule, bleib! Ecki, hau ab! Jetzt geht das schon wieder los! Thank you.
Scheiße, ich tu dir nichts! Ecki, du bist der Schnellste von uns. Hä? Du musst mir jetzt vertrauen. Berühmte letzte Worte. Los! Zeigen Sie, was Sie können, Oberbeck! Verdammt doch mal, schießen Sie! Aus der Entfernung kann man mit der Pistole nicht treffen. Soll nur Lärm machen, da knallt ihr doch ab! Verflucht, verflucht, verflucht! Bingo. Weg da! Die beste Waffe bei der Jagd ist die List. Da kommt er. Kuckucksleber, Totengräber, das ganze Programm. Ecki! Talkötter, Herr Talkötter für Sie. Die schreiß ich mit. Ich weiß nicht, wovon die Steuerpflichtige spricht. Sie schuldet der Staatskasse Geld. Und der Staat versteht keinen Spaß. Kapiert? Ich hab die Papiere von dir. Mit deiner Unterschrift. Die würde ich gern sehen. Kommen Sie bitte mit. Na komm, gib her. Was für eine Nicole. Das wollen Sie gar nicht wissen, Overbeck. Danke, Freunde. Und jetzt? Jetzt geht's zum Bullenball, Overbeck. Mädchen, die Jungs. Arbeiten. Siehst du, wie es geht, ja? Ein Schritt nach dem anderen, schön zusammen, kein Alleingang. Na ja, alles klar, ne? Ja, ja. Bis zum nächsten Mal, ich weiß schon. Du hast Angst um mich gehabt. Oh, das wüsste ich. Doch, weiß ich genau. Ja, ja. Einfach nur so tun, als wären Sie mein Freund. Dann habe ich den ganzen Abend Ruhe vor diesen Baggerfahrern da. Just
So gefällt mir die Zusammenarbeit. Don't tell me.